Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404, zweite Folge, yippie! Ja, wir haben das letzte Mal noch den Auftrag erfüllt, das Schiff ist immer noch auf dem Weg zurück. Mal gucken, wir haben jetzt mittlerweile Most im Lager, das ist prima. In eure Stadt da zu kommen, freuen sich die Jungs. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, ja. Ist recht. So, jetzt haben wir Kapelle müssen wir bauen. Wir haben 15 Holz, das reicht dicke für eine Kapelle. Oh. Seht ihr, das ist. Ja, das ist Stadtbungalow. Machen wir es mal so. Baubereich ist blockiert. Ich veräppel. So, du hast jetzt natürlich keine, du wirst abgerissen. So einfach wird das. Und dafür bauen wir jetzt einfach hier noch ein paar Bauernhäuser hin. Und ihr seht, die grünen Pfeile der Freude. Das klingt auch ein bisschen falsch. Deuten an, dass die Bewohner bereit sind, in die nächste Stufe aufzusteigen. So, haben wir jetzt noch 20 Werkzeuge. Mal gucken, ob ich es hinkriege, dass, ja, dass ich Werkzeugproduktion die eigene machen kann, bevor die mir die ausgehen. So. Wir haben jetzt hier unser erstes Haus auf Stufe Bürger hochgezogen. Damit müssten wir jetzt neue. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Ah. Eisenmine brauchen wir erst 240 Bürger für. Ist ja kein. Ja. Das letzte Wort. Wir werden wohl nicht drum rumkommen. Bürgerrechten steht selbstverständlich. Ja, was? Ständesystem? Was? Ja, egal. Das? Errungenschaften? Ja, ja, passt schon. Okay, Steinmetze, da können wir definitiv machen. Webstube und Hanfplantage. Genau, das waren die Klamotten. Die können wir ja auch noch an. Bei Hanf haben wir die Fruchtbarkeit da. Was war das? Kleines Kontor, okay. Fischi Fischi. Wie ist eigentlich der Fischbestand? Oh, noch mehr als genug. So, die Sache ist aber, wir brauchen jetzt hier pro Aufstieg brauchen wir immer ein Werkzeug. Ne? Und ich brauche 240, damit ich überhaupt erstmal die. Wie passen hier rein? 14? Ne, 14 Bürgerhäuser. 15 Bewohner passen hier rein. Für 240. Ne, ich. Komme nicht drum rum, ich muss definitiv Werkzeuge kaufen. Dann machen wir das so direkt mal. Bei unserem Freund und Hehler. Wie schön, euch wiederzusehen. Der hat für 77 Goldmünzen Werkzeug. Wir haben doch Venedig auch schon gefunden. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Ach, guck mal, die sind sogar günstiger. Schiff. Fahren wir nach Venedig, holen wir ein bisschen Werkzeug. So. Ihr müsst euch eurer Neugier nicht. Ist das Sera? Die 25 kann man nicht mit. Das also sind eure Vorlieben. Ja, Werkzeuge. Das sind Werkzeuge, keine Sextoys, Herrgott. Wer weiß, was der mit der Zange noch macht. Okay. Zack. Oh, hab ich das jetzt über Bord geschmissen? Ich pop Nase. Ja. Nee? Ich glaube, ich hab's wieder über Bord geschmissen. Ah, mit Linksklick. Okay. Gut. Ja. Weiter geht's im Text. Eine Hanfplantage. Hanfplantage, Hanfplantage. Irgendwie ein bisschen eng hier, ne? Würde ich gerne. Hanf würde ich gerne hier oben anbauen. Mal hier ein bisschen nach oben bauen. So, dass wir alles drin haben. So, sieht gut aus.
Und dann einmal Hanif. Versuchen wir es mal so. Auch 3x4 Felder. Nee. Das ist einer der wenigen Vorteile beim neuen Anno, dass man halt Gebäude versetzen kann. Aber mit voller Baukostenrückerstattung, mein Gott, reißt man sie halt ab und setzt sie neu. Auch nicht das Problem. So, 4 Stück. Dann noch eine Webstube daneben. Machen wir es so. Ja, machen wir so. Straße dran, läuft. So, damit wäre das vorerst erledigt. Und Steinmetz. Wir hatten. War das hier mit Stein? Hier ist ein Steinvorkommen, genau. Wie viel haben wir denn auf der Insel? 1 oder 2? 4. What? Okay, dann. Hier ist auch nochmal Stein. Das kann ich mir eigentlich auch suchen. Aber hier ist eigentlich. Ja, ist schon okay. Kann man lassen. Müssen wir trotzdem aber noch einen. Ein kleines Markthaus errichten. Und dann können wir hier einmal eine Steinmetzhütte. Ach ja, genau, man muss Straßen zu den Vorkommen. Oh, man kann die Kamera übrigens auch drehen. Wie war das denn? Einfach so, ne? Und dann Steinmetz rechts und links dran. Richtig? Sieht gut aus. Da, mit dem Blick kann man es wieder aus dem Norden aufrichten. Ja. Da wollen wir mal gucken. So, zum Bauen haben wir jetzt an sich nichts mehr. Steine kriegen wir rein. Holz, ja, könnte besser sein, aber ist okay. Dann würde ich sagen, lass mal noch mal. Ach so, ich muss gerade mal gucken, wie sieht eigentlich unsere Bilanz aus? Minus 20. Man erzählt sich die unglaublichsten Geschichten über den Orient. Ja. Wollt ihr den? Später. Ich brauche mehr Wohnhäuser. Und ich brauche mehr Holz. Beides erledigt die Plus-Taste. Früher oder später. Wie es scheint, hat diese Produktionsstätte keine geeigneten Rohstoffvorkommen in ihrer Umgebung. Was? Ah, schön. Nein. Wo, was, wie? Landerheu, Insel, Bürger. Was willst du von mir? Oh, er hier. Ja, wie jetzt? Der hat... Kann ich anscheinend nur einen Steinmetz pro. Ich dachte, da ging mehr dran. Steinvorkommen. Füllen. Na gut. Dann halt erstmal nur einer. Soll uns nicht weiter stören. Mehr Häuser wollte ich. Damit die Steuern nach oben gehen. Die Steuereinnahmen besser gesagt. Geht auch noch. Ach so. Ich kann da zwar ein Haus hinsetzen, aber ich krieg da keine Straße dran. So, wie sieht es denn jetzt aus hier mit Steuern? Plus 41 Goldmünzen. Sieht besser aus. Okay, jetzt haben wir den, können wir absteigen lassen, den auch und
Wenn wir das Holz dafür haben. Ja, da ist es. Den auch noch. So, wir dürfen uns nach Getränken, wir dürfen uns nach Kleidung, wir dürfen uns nach Nahrung. Gewürze. Haben wir die schon? Nein. Gab es nicht auch mal irgendwo. Ich dachte, man konnte sich das oben irgendwo anblenden lassen, wie viele Leute man hat. Man sieht es hier auch, aber. Also, wir haben Platz für 176 Bauern und wir haben Platz für 60 Bürger. Das wird noch ein bisschen dauern. Ah. Mein Leben für die Plus-Taste. Verkürzt deutlich die Wartezeiten in dem Spiel. Ach ja. So, muss erstmal reichen. Hey, Autosave. Spiel gespeichert. Gott, war das wirklich so? Das wirklich so lange gedauert damals. So alt ist das Spiel doch noch gar nicht. Ich höre irgendeinen beten. Wahrscheinlich hier. Okay, wie sieht es jetzt aus? 180. Aber da fast schon der Soll erfüllt. Da ist grün, da schon nicht mehr. Leute noch einziehen, dann fehlt es nur noch einer. Komm, mach volle. Geht doch. Ich würde halt lieber wirklich die Häuser, die in der Nähe sind, aufsteigen lassen, als die irgendwo an der Pampa. Aus mit Aufstiegsrechten. 7 werden noch produziert. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. 8. Ah. Sehr schön. Wo haben wir es? Yay. So, wir können unsere eigene Werkzeuge machen. Dafür brauchen wir eine Eisenmine, für die wir kein Holz haben. Eine Eisenschmelze, eine Kühlhütte. Bäume produziert Kohle. Wie? War das nicht mit Kohlemine? Oder kam die erst später? Benötigt Bäume produziert Kohle. Ja, whatever. Gut, dann hier war eine. Bin ich auf die Eisenmine nicht angewiesen. Auf die 188.884. 1484. Ja, hier sind 400 mehr drin. Wenn ich auf die Kohlemine noch nicht angewiesen bin, dann ist es auch scheißegal. So, machen wir hier unser. Ich glaube, Salz war das, ne? Solo, ja. Ja, mal schauen. Nichtsdestotrotz. Ein bisschen Plus drücken muss ich noch. Immer noch kein Holz. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Eskorte, nee. Vermehrt eure Anstrengungen. Es geht um das Wohl des Kaiserreichs. Machen wir halblang hier. Schon viel besser. Nun kann die Arbeit beginnen.
So, dann brauchen wir die eine Köhlerhütte. Gott, ist die groß. Gucken, ob die jetzt auch wieder ihr Holz selbst anpflanzt. Oh, tatsächlich. Ist doch schön. Ja, ich sehe nichts. Nein. Dann machen wir es so. So, die Kühlhütte haben wir, die Eisenmine haben wir. Dann brauchen wir jetzt eine Eisenschmelze, für die wir kein Werkzeug mehr haben. Moment, wir haben noch 5, ne? Da waren noch 5 auf dem Schiff, richtig? Richtig. Okay, jetzt waren noch 4 auf dem Schiff. Okay, wir brauchen dafür 5, dafür 5. Wir haben 8. Map, reicht nicht. Hast du wieder... Das war nur eine Frage der Zeit. Für 66 und er hier. Sagt, wie ist es euch inzwischen ergangen? Wucherkater. Ich hätte mal ein Secret of Mana gesagt. Was euer Herz begehrt. Gimme. Ja, komm. Auf ehrliche Geschäfte. Ja, ja. Genau mein Geschmack. Warum klingt der dabei irgendwie, wenn er sagt, auf ehrliche Geschäfte? Warum klingt der dabei so, als würde er mich gerade beim Tisch ziehen? Unglaublich. So. Warum? Weil Holz fehlt. Zack. Und die Werkzeugschmiede, für die auch Holz fehlt. Aber komm, gib Gas. Was ist das hier? Erweiterte Bauoption, erweiterte Bauoption. Und der Autosave. 8 haben wir, ne? Da kriegen wir auch noch in die Ecke geklatscht. Und wir produzieren unsere eigenen Werkzeuge. Mir nicht mehr ganz sicher, aber nee, die ist ausgelastet, die ist auch ausgelastet. Kann natürlich sein, dass wir Stein schon auf Max. Okay. Beeindruckend. Eine Eisenschmelze könnte sogar eine weitere Werkzeugschmiede versorgen. Das wollte ich gerade rausfinden. Vielen Dank! Ich könnte eine zweite dran packen. Machen wir auch direkt, weil Werkzeuge brauchen wir sowieso immer wie blöde. Ich bin natürlich jetzt hier nicht mehr in den Weg dran, aber ist ja nicht tragisch. Wird halt hier ein bisschen der Bereich weggenommen. Oder ich setze hier hin. Geht natürlich auch. Aber da ist der Weg. Naja, da ist die Mine, andere Mine im Weg. Ich mach's da hin. Sehr schön. Werkzeuge safe. Brauche ich die zumindest nicht mehr einkaufen. So, wir könnten eine kleine Werft bauen. Eine Seilerei. Aber noch brauchen wir es nicht. Die Sache ist, jetzt muss ich natürlich mal gucken. Wie ist denn mit Fisch? 23. Geht's runter oder hoch? Most geht. Ich glaube, Most geht so langsam runter. 15, 14. Das geht auch so langsam. Na, 25, 24. Schwer zu sagen. Ich glaube, es hält sich so ein bisschen die Grenze. Ich glaube, Most geht ganz langsam runter. Macht aber nichts, wir machen jetzt einfach einen neuen. Mosthof, den hatte ich hier gesetzt, ja. Den setzen wir einfach direkt daneben. Ah,
Mist, hier kriegen wir nichts hin. Okay, dann wird es doch ein bisschen blöd. Also muss man hier. Ja, so geht's nicht. So, sind da vier. Das sieht doch schön aus. Und zur Sicherheit machen wir auch mal einen zweiten Fischer. Er kann direkt daneben, das stört nicht. Höchstens den Holzfäller. Okay. Und wie sieht's mit Hanf aus? Das sollte eigentlich mit der einen Produktion auch erstmal genug sein. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Kleines Markthaus. 6. 5. Oh oh. 6. Naja. Vielleicht machen wir da doch noch ein zweites hin. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, der ist nur mit 58% ausgelastet. Der kann sowieso noch eine zweite Hanfplantage dran. Dann kriegen wir das nämlich auch so geregelt. So, so, so und so. Sieht doch, passt doch. Wie gemacht. Okay. Soweit, so gut. Das ist Auftragsobjekt. Gewährt mir die Freundlichkeit eurer Unterstützung. Aha. Einer wird gesucht. Die waren, glaube ich, immer blau umrandet. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Steinmetz, ja, ich weiß, Steine sind voll. Macht aber nichts. Wir suchen einen. Was suchen wir denn überhaupt? Eine Nonne? Eine Nonnenverfolgung. Russischessnonne. Kann natürlich auch sein, dass die. Weil ich dürfte hier, glaube ich, hier vorne dürfte nicht rumlaufen. Wie war das denn bei 1404? Die sind doch auch nur auf den Straßen rumgelatscht, oder nicht? Hat jemand eine Nonne gesehen? Da ist er. Sie haben die gesuchte. Ihr habt Neuigkeiten wegen meines Anliegens. Danke. Ihr seid überhaupt? Zu Recht das Oberhaupt dieser Stadt. Aha. Ist recht. Na gut. Würde ich sagen, wir bauen hier nochmal ein paar Häuser hin. Vielleicht nicht so. Wir machen vielleicht erstmal ein paar Straßen. Zwar so, dass sie auch alle im Bereich der Kirche sind. Der zum Beispiel nicht. Der geht noch. Der würde auch gehen. So, und dann müsste die eigentlich. Nicht mehr lang und ja. Ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Was auch immer dir zusagt. Wie viel haben wir denn noch? 9? 9 Bürgerrechte? Stimmt, das aber. Immer relativ viel, ne? Am Anfang. Dann machen wir halt hier die dritte Reihe auch noch. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit.
Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. So, wir hätten hier ein Fresko und einen Markuslöwen. Offizierobjekte. Und die Hafenmeisterei. Damit können wir neue Anlegestellen machen. Und wir können den Hafenbereich. Ah, oh, schön, ja, Hafen basteln. Da freue ich mich schon drauf. Die Feuerwache können wir noch bauen. Mal gucken, wie es jetzt passt mit dem Einzugsbereich. Ich habe ja extra hier in der Mitte mal ein bisschen offen gelassen. Ich kriege die aber so nicht alle rein, aber so kriege ich alle rein. Passt doch. Das heißt, für Feuer brauchen wir hier schon mal keine Sorgen haben. Hafen wird schon Zimmermannshaus. Ach ja, genau. Da war noch was. Da werden wir jetzt aber mit einem nicht mehr hinkommen. Da müssen wir zwei bauen. Ja, passt. Und hier können wir dann nochmal eine Straße ziehen. Weil der sorgt quasi dafür, dass die Häuser nicht verrußen. Also die Schornsteine. Das Zimmermannshaus ist ein bisschen, man könnte auch sagen, Schornsteinfeger. Sorgt dafür, dass der Kamin frei bleibt. Und da regt es nicht mehr so. Vermehrt Ruhm durch das Ausführen von Turnieren. Eine Schenke. Oh, ja, Bier. Ja, noch so viel zu bauen und so wenig Zeit. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge und machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Gut gemacht. Ciao. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Genau, bis dann.